Herzlich willkommen zurück bei ARK. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt in der Zwischenzeit. Mir ging es jedenfalls nicht so. Ja, was war die unsere nächste Aufgabe? Gammelfleisch ins Inventar legen zum Beispiel. Rein da. Zack. Und weiter bauen wollten wir natürlich noch. Genau, und wir wollten ein paar Ressourcen rüber transferieren in den anderen Benchtisch. So, komm her hier. Was fehlt uns denn? Steine. Und Zement. Zement fehlt uns nicht. Metall. Metall. Da ist es doch. Mann, bin ich blind heute. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Genau, und ich wollte ja eigentlich das bloß als Belege nutzen. Das mache ich diesmal auch. Tap, tap, tap. Hupf. Und hupf. Guck, hier ist wieder Leben im Teich. So, jetzt gehen wir hier in die Kiste, schieben das mal alles hier rein, sagen, zieh mir nochmal Steine rein, gucken, wie viel die Pumpe schon gebaut hat. Na, guck mal, fast 1000 Stück. So viel kann ich hier nicht so schnell sammeln. So, und dann hätte ich gerne noch das ganze Metall, was nicht... Also einmal aus der Bench, nicht aus der Forge, die Metallpumpe. Ja, das auf der anderen Seite, ja, ich dödel. Jetzt weiß ich gar nicht, welches ist. Egal. Wir transferieren hier erstmal alles rein. 3200 irgendwas. So, das tragen wir jetzt hier nicht rüber, sondern wir ziehen uns das aus der Cloud. Hupf. Hupf, abtauchen hier runter. Genau, ich kack noch mal kurz vor die Bench. Das ist auch sehr angenehm. Läuft es mir warm am Bein runter. Das ist ein bisschen eklig. Normalerweise, wobei, ich könnte doch auch ein Klo bauen, ne? Fällt mir gerade so ein. So, erstmal ziehen wir uns alles an Metall hier rüber. Dann hatte ich da noch Steine rein transferiert. Auch die ziehen wir uns rüber, so zack. Den nehmen wir wieder mit. So, und gucken uns kurz an, was haben wir denn hier oben alles? Hier soll ein gemütliches kleines Zimmerchen hin. Hier würde ich gerne zwei Wände an die Ecke setzen. In der Mitte gerne noch ein Einzelfenster wie das hier. Und hier... Können wir nachher, das können wir überhaupt machen, hier eine Tür und eine Rampe hin. Oder eine Foundation. Ich habe da sowas wie eine Idee. Herstellungsstrukturen, Foundations. Wie viel können wir? 6 Stück. Gib mir mal 4. Dann machen wir jetzt folgendes. 6. Ist der bis zum Boden runter? Ich glaube ja. Jetzt haben wir nämlich hierzu... Aber
Das sind keine Wände, das sind Foundations, über die man laufen kann. Gut, hier hängt jetzt auch so ein bisschen das ganze Grünzeug drin. Aber ich will ja sowieso hier oben noch ausbauen. Das soll ja auch eine Burg werden und nicht nur ein kleines Steinhäuschen. Also. Pass mal auf dich, mein Freund. Ernte ich mal ab. Holz. Kriege ich das Ding noch zu fassen hier? Ich würde dich gerne lassen. Du guckst nicht so ins Haus rein, aber du hier störst mich. So. Ja, die Palme hier ist auch suboptimal. Aber ich würde so ungern die Palmen fällen. Naja. Das nützt ja nichts. Alles, was außerhalb des Hauses ist, das passt dann schon. Hallo, was bist du denn hier? Was liegst du hier? Ein Grafikbug. Okay, es sei ihm gegönnt. Ja, habe ich schon was an Wänden? Nein, habe ich nicht. Ich würde jetzt sagen, genau, ein Bett wollte ich mir bauen. Und, weil das hier so schön ist, gucken wir uns unsere Mauer mal von außen an. Das sieht doch schon recht robust aus. Vielleicht könnte ich das gute Stück nochmal gegen eine Schießscharte ersetzen. Hallo Stein. Schießscharte, das wäre die Wand hier. Hallo, freie Sicht, freie Bürger. So. Komm, Wände. Und gib mir den noch mal. Ja, das sieht dann sonst, das ist so. So monoton das Ding hier nachher. Guck, da kann man hier rausgucken und dann kann man hier auch rausgucken und vor allem fällt hier so ein bisschen Licht in Gang. Das finde ich gut. Ansonsten hängen wir nachher noch eine von diesen tollen Lampen auf. Ja, weiter geht's. Hier unten soll ja unsere Arbeitsebene sein, wo wir ein paar Tische zum Bauen. Einen Schrank hätte ich hier noch gerne drin. Das kriegen wir. Und hier oben, genau. Bett, Bett. Ich glaube, im Gartendekor konnte man hier nicht auch Betten bauen. Nee, das war, glaube ich, eine andere Bench, ne? Herstellung, dekoratives. Ein paar Blumentöpfe. Okay. Francis Fontaines. Springbrunnen. Aber ich glaube, daraus kann man nicht tricken. Die sind echt nur Deko. Was ist das hier? Achso, das sind diese geschnitzten Skulpturen. Das ist auch nicht schlecht hier, die Grasgeschichte. Da kommen wir nachher mal zu. Decorative Floor.
Ivy. Efeu. Da können wir nachher auch was mitbauen aus Efeu. Das hier finde ich auch zum Beispiel sehr cool. Das sind für Gewächshaus so Strukturen. Da kann man total tolle Sachen mitbauen. Deswegen, ich liebe diese Mod eigentlich. Skins. Das teste ich aus. Ich setze mir mal. Ich habe eine Zipfelmütze. Ja, sehr schön. Ja, muss man, kann man, muss man nicht. Aber ich, ja, wir behalten sie. Ich habe eine Zipfelmütze, ich werde wahnsinnig. Fällt gerade ein, hier würde ich gerne noch was hinbauen, was ich immer sehr gerne. Ja, hau mal drauf. Hat Gott sei Dank keinen Schaden genommen. Was ich dort immer sehr gerne setze, das ist einmal das gute Stück hier. Du brauchst Metallbarren. Haben wir natürlich nicht da. Aber den setze ich schon mal. Metallbarren holen wir uns aber. Wobei. Doch, wir können. Moment, Herstellung. Klicken hier einfach mal auf. Hol dir alles zusammen. Wir sind ja nicht doof, ne? Also nicht mehr als sonst. So, ich würde sagen, ich setze erstmal hier. Ne, das ist die dicke Wand. So, den Torbogen ans Ende der Treppe. Und das Ding setze ich hier hin. Und schwupp haben wir. Eine halbrunde Wand mit einem romanischen Torbogen hier drin. Sieht doch knuffig aus. Und da hauen wir nachher noch eine Laterne ran. Cool. Schlafzimmer, hatte ich ja gesagt, ne? Schlafzimmer hier. Ich muss mir nachher auch noch was einfallen lassen für meine Flugsaurier. Ich würde gerne so eine Art Landedeck haben. Das kann ich eigentlich hier nachher hochsetzen. Und das Ganze möchte ich aus Holz bauen, aus einer relativ fragilen Holzkonstruktion. Weil es einfach knuffig aussieht. So, und angenommen, ich hätte jetzt hier mein Zimmer. Mein Schlöfchenzimmer. Ich glaube, der hier ist tatsächlich überflüssig. Hier noch mal einen kleinen Türrahmen, Door. Herstellung, Strukturen, Wände. Und eine dazu passende Tür, die wiederum Metallbarren benötigt. Ich glaube, wir sollten mal einen Haufen Metallbarren hierher transferieren. Oder ich gehe hier noch mal. The Doors, da. Mir fehlt Holz. 100 Holzbeam braucht das Teil. Jawohl, das ist nicht ohne. Ich glaube aber, ich habe ohne Ende Holz in der anderen Bench. Das heißt,
Wir sammeln jetzt hier vom Boden was auf. Nee. Stimberries. Na, du Vieh. Ja, die Narkobären kannst du dir ziehen. Böse Möwe. Böse Möwe, so. Körper ziehen will ich sie nicht. Dann hacke ich dir sonst was ab. Narko und Stimberries hat er mir geklaut, ne, wenn er drauf steht. Ich denke, was flattert das hier? Erst hatte ich ja gehofft, dass es lediglich so eine Pelagon ist, so eine große Möwe, aber nein, das sind diese kleinen Klaumöwen. So, jetzt packen wir mal an, was hier irgendwas ins Inventar, damit wir hier diesen Download-Button hier aktivieren können. Sagen einmal Holzi, Holzi, Holz. In der Fister's Mansion über 3000 Stück. Ja. Zieh mal rüber. Metallbarren können wir nämlich auch mal ziehen, ne? Die haben wir ja eigentlich immer. In der Forge sind noch welche drin. Da sind noch welche drin. Transfer. Und Metallbarren transferieren wir auch komplett. Schade, dass die Insel so schräg ist, weil wäre die ein bisschen waagerechter, dann hätte man hier richtig schon was machen können. Holz. Und die Barren. Aus dem Floß hierher. Zack. Und nochmal Barren. Ja, fehlt noch ein Bett. Das können wir aber drüben abbauen. Eins reicht. Komm, lauf, 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 lauf. Auch die Stein- und die Metallpumpe können wir drüben setzen. Das ist nicht wichtig. Kann ich drüben nochmal neu bauen. Ja, früher oder später wollen wir das hier eh alles wieder zurückbauen. Thank you.
natürlich auch noch auf. Bett. So, und das nennen wir mal wieder um. Umbenennen. Und das heißt dann Base. Die Basis. So. So, ich würde sagen, was haben wir noch im Inventar? Hier unten noch einen schönen Kamin. Ne, wenn ich den setze, dann zieht er sich komplett durchs Bett durch. Das lassen wir. Ich könnte natürlich auch den Kamin ins Schlafzimmer setzen. Das macht die Sache sehr gemütlich. Und ich lasse es einfach erstmal. Was haben wir denn noch mit rüber genommen? Eine Foundation. Essenssachen, eine runde Wand. Und Dinge, die eigentlich in die Bench gehören. Ja, ich würde sonst sagen, man könnte auch erstmal wieder eine Pause einlegen. 20 Minuten sind um. Und dann überlege ich mir nochmal in Ruhe, wie wir das hier weiter aufbauen. Irgendwann muss ja auch das Dach gesetzt werden. Das sollte passen. Ja, ansonsten schaltet später wieder ein. Bis denn.